Januar wieder extremst viele Videos kommen, täglich. Und das hatte ich eigentlich auch vor. Aber da hat uns die liebe Telekom einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar, wir waren anscheinend mit einer Zahlung im Verzug. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, also ich möchte heute so ein paar Infos geben und dabei ein bisschen Ender Games spielen. Und ja, also wir suchen uns hier jetzt mal ein Kit aus. Barbar, Jäger, Bogenschütze oder Holzfäller. Ich denke, ich nehme Barbar. Okay, ich habe jetzt einfach das Kit gewählt, weil, ja, es gibt jetzt nicht so viele Standard-Kits, die man da auch dann auswählen kann. Und ja, also ich möchte euch da jetzt ein paar Infos geben. Heute keine Facecam, weil ich bin auch erst aufgestanden. Ich sehe aus wie so ein Behinderter. Ich muss mich erst fertig machen. Und ja, also, wie ihr gemerkt habt, habe ich euch groß angepriesen, dass ab 20. Januar wieder extremst viele Videos kommen, täglich. Und das hatte ich eigentlich auch vor. Aber da hat uns die liebe Telekom einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar, wir waren anscheinend mit einer Zahlung im Verzug und mussten dadurch dann beziehungsweise wir wussten nicht, dass wir das im Verzug waren, weil wir anscheinend einmal vergessen haben zu zahlen. Es war irgendwie um die 30 Euro oder so. Auch nicht der Rede wert. Aber so, mir egal, ich springe jetzt runter und ich rüste mich aus. So. Ja, also, es ist alles so ein bisschen schief gelaufen. Und mein Plan ist da jetzt nicht so aufgegangen, dass ich da jeden Tag Videos machen kann. Das Problem war, wie hätte ich euch Bescheid sagen können? Ich hätte euch gar nicht Bescheid sagen können. Weil, das Komische war, ich habe ja bei meinem Handy auch A1. Habt ihr wahrscheinlich nicht, weil ich komme ja aus Österreich und da habe ich das. Oh, Mann. So, weg jetzt. Da vorne sind nämlich elend viele Kisten und die möchte ich mir eigentlich gerne holen. Und wir haben jetzt auch nur noch so 30 Sekunden, ist jetzt nicht so geil. Wow. Okay, perfekt. Und jetzt, wenn ich mir jetzt eine Axt machen könnte, das wäre perfekt. Schnell! Schnell, 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 schnell. So, Werkbank, das hier. Und jetzt noch ganz, 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 ganz schnell. So, weg hier. Weg hier. Nein, ich bin schon tot. Ach, Leute, ist jetzt scheißegal, dass ich tot bin. Ich werde dann einfach gleich in die nächste Lobby gehen. Ich schneide hier auch jetzt gar nicht viel, weil ich habe, ja, so ein paar Dinge zu sagen, die vielleicht jetzt nicht so geil sind. Und ja, da ist mir jetzt derzeit das egal hier. Also ich nehme das Kit Baba und wie ihr seht, ich bin ja auch jetzt gar nicht so happy, weil ich meine, mich freut es immer, wenn ich ein Video mache, aber das Problem ist, ich möchte euch ja irgendwie was bieten, ja. Ich möchte euch irgendwie was bieten und ich möchte nicht irgendwie so scheiß Videos bringen und ich möchte auch regelmäßig Videos bringen. Das ist aber derzeit einfach nicht möglich. Ich bin jetzt dann bald in der Ausbildung, also ich habe eine Ausbildungsstelle gefunden und ich habe jetzt einfach derzeit nicht so viel Zeit, also jetzt noch, die beginnen im August dann. Da muss ich mich dann sowieso mehr auf die konzentrieren. Aber ich will irgendwie, ich will YouTube jetzt nicht einfach so hergeben. Vor allem, weil es mir auch mega viel Spaß macht und es lenkt mich irgendwie halt auch vom Alltag ab. Und das ist für mich schon eigentlich immer sehr wichtig gewesen. Und ja,
Eben, dann wurde eben auch noch unser Internet gesperrt, wenn ich da jetzt mal kurz weitermachen kann. Eben unser Internet wurde gesperrt und dann konnte ich nicht ins Internet. Ich habe mir dann zwar einen Internetstick gekauft, aber da war das Guthaben so schnell weg. Also, da konnte ich ja gar nichts machen. Und es ist auch mega teuer, wenn man sich da so einen Internetstick kauft und immer wieder Guthaben und ein Gigabyte ist ja echt extremst wenig. Ja, das war eben dann gesperrt, circa eine Woche, eineinhalb Wochen lang, eben bis seit gestern. Dann ging das Internet wieder, wenn ich das Video heute schaffe hochzuladen. Und ja, ich möchte mich dafür nochmal herzlich entschuldigen, es tut mir echt leid. Und ja, ich muss jetzt dann echt mal irgendwas machen für die 300 Abonnenten. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ich würde mich echt freuen. Wenn ihr da mal was sagen würdet, weil ich kann es ja nicht riechen, was ihr wollt. Und wenn ihr mir dann da was sagen könntet, das wäre schon sehr nett. So. Das baue ich ab, damit... So. Moment. 3, 4. Ich glaube, das sollte reichen. Nee, ein, komm, ein geht noch. Einer geht noch. So. Ja. Das ist eben so eine Sache, wenn man YouTuber ist und eine gewisse Anzahl erreicht hat an Abonnenten. Ich will jetzt ja nicht irgendwie so, ich bin der Geilste, weil ich habe 300 Abonnenten, was auch immer. Leute, Wie ich es auch schon in jedem Video sage, mir geht es nicht um Abonnenten, aber ich finde, wenn man so viele Abonnenten hat, hat man irgendwie so einen gewissen Drang, Videos machen zu müssen. Und das ist halt... Ich finde es nicht schade, ich finde es auch irgendwie gut, weil das ist dann auch irgendwie so eine kleine Motivation. Aber ich möchte nicht gebunden sein, Videos zu machen. Ich möchte entscheiden können, wann ich meine Videos mache, wie ich meine Videos mache und wo ich meine Videos mache und warum ich meine Videos mache. Das ist alles meine Entscheidung. Und wenn mich dann Leute deabonnieren deshalb, dann gut, die wollen halt dann einen YouTuber mit regelmäßigeren Videos, aber ja, dann Leute, deabonniert mich, macht das. Das ist mir dann ehrlich gesagt aber auch... Oh, das ist der Rand, scheiße. Das ist mir dann aber... Ja, war klar, der hat einen Diasperrt. Ach. So, hab. Das ist jetzt kein Highschool-Gameplay oder irgendwas in der Richtung. Es ist einfach nur scheiße. Eine Runde werde ich jetzt noch machen. So. Das hier. Ja. Eben, wie gesagt, ich will nicht zu irgendwas gebunden werden, weil. Das macht mich dann irgendwie so ein bisschen down, wenn ich sage, ich muss heute ein Video machen, aber ich habe einfach keine Zeit. Das belastet einen einfach und man hat dann einfach keine Motivation dafür. Also ich will ein Video machen, wenn ich richtig Spaß gerade habe, ein Video zu machen. Und es ist zum Beispiel jetzt so. Würdet ihr damit einverstanden sein, wenn ich ein Video mache, wann ich will? Das würde bedeuten, so jeden zweiten Tag ein Video und nicht jeden Tag. Kann man das wenigstens mit euch so regeln, weil das würde ich cool finden, wenn euch... ja, also... Jetzt bin ich irgendwie raus. Ja, wenn ich da jeden zweiten Tag ein Video machen würde, würdet ihr damit einverstanden sein? Vielleicht dann da auch zwei Videos an einem Tag? Je nachdem. Es kommt immer drauf an, wie es mich gerade bockt. Und ihr könnt ja gerne meine Facebook-Seite liken, Leute. Ihr könnt sie gerne, gerne liken. Und dann erfahrt ihr auch, warum kein Video kommt, wann ein Video kommt, wo ich gerade aufnehme. Dann können wir vielleicht auch mal zusammen aufnehmen. Und ja, also ihr müsst es mir nur sagen und ich habe da echt dann nichts dagegen. Also ja, meldet euch. So, und jetzt habe ich glaube ich genug geredet und genug
schlechte Stimmung verbreitet. Und ja, jetzt können wir mal wieder ein bisschen Gas geben. So, 6, 5, 4, 3. Entschuldigung. Der ist jetzt so rausgeruscht. Ah, ja, die Enderperlen gehören mir. So, weiter geht's. Aber ich verlasse mich jetzt mal auf eine Kiste, die ich finde. Nee, verlasse ich mich nicht. Nee. Never. Leute, guckt ihr das Dschungelcamp? Dann versteht ihr das wahrscheinlich. Ja. So. Also, viele Leute behaupten ja, das Dschungelcamp sei fake. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, diese Leute, die haben einfach das Leben nicht verstanden. Denn das Dschungelcamp kann gar nicht fake sein. Das ist alles real. Allein aus dem Grund, wenn man nämlich die Adresse, wo das liegt, in Google Earth eingibt. Super, jetzt ist die weg. Vielleicht eine andere dafür hier irgendwo? Irgendwo in meinem Leben? Dann würde das fake sein, dann würde das sofort auffallen. Und wenn man die Adresse, wo das liegt, in Google Earth eingibt, kann man auch die Brücken und alles sehen. Also wäre ein bisschen zu groß, denke ich, das Gelände für ein Studio. So. Ach, da vorne, da läuft einer. Aber ich habe ja eh Enderperlen, also ich kann mich wegporten. Wenn das so ein kleiner Mensch kommt und mich töten will. Komm her. Ich brauche was. Nein! Nein! Hä, der denkt sich jetzt so, wo ist er denn? Und ich hab mich wegteleportiert. So, oh, lauter Kisten, Mann. Leute. Ich würde sagen, es läuft. So. Ein. Mann! Das war jetzt so gemein. Ich habe mir da jetzt. Ah, aber ich kann ja hier auch eine Werkbank hinstellen und hoffen, dass ich jetzt nicht geportet werde. So. Okay. Ich habe ein Eisenschwert. Jetzt bin ich unverwundbar. So mache ich das. Dann werde ich hier mir noch ein Wasser holen. Nein! Geh weg! Okay. Ein Wasser unten hier haben ist nämlich immer gut. Und den Bogen auch. So. Dann esse ich jetzt mal was. Oh, geil. Ich habe Angst, dass ich jetzt geportet werde. Nein, ja klar. Kaum sage ich es und werde ich schon geportet erst. Nee, das kann sich nicht sein. So. Ja, die Kiste ist jetzt auch weg, die ich mir nehmen wollte. Dann musste ich mich jetzt echt mal beeilen. Ah, ich glaube, bei denen bekommt man so einen Boost, oder? Ja. Mit denen kann man dann schneller laufen. Und das finde ich gut. Dann kann ich schnell zu der Kiste gehen und sie looten. Ja, okay, ich habe Pfeile. Das ist natürlich sehr gut. Sehr gut sogar. Okay. Okidoki. Ist hier eh keiner. Ich habe immer dann so Panik. Auf einmal psch, ist hier einer. Ey, cheatet der? Oder sah das jetzt gerade nur so aus? Hä? Achso, das ist ein Känguru. Was soll denn der Kack? Ja! Jetzt habe ich einen Eisenhelm. Weil ich geportet wurde und bei dem sind die Sachen rausgefallen. Sowas nennt man Skill. Unverdienten Skill. So, wo bin ich? Wo sind die Leute denn? Ja, wo sind die Leute? Sorry, dass ich gerade so wenig rede, Leute. Ich bin noch ein bisschen müde. Ich bin erst aufgestanden, wie ich eben vorhin schon erwähnt habe. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt so klappt, wie ich das eben so gesagt habe vorhin. Und ihr mir da auch nicht irgendwie in irgendeiner Weise böse seid. Weil, ja, ich mache das ja eigentlich auch für euch. Denn, ja, also man darf nicht vergessen, YouTube ist eines. Und,
Das ist ein mega geiles Hobby, das nicht jeder hat. Oh, cool, Schafe. Und, beziehungsweise jeder kann sich da was aufbauen, meiner Meinung nach. So, den mache ich jetzt. Ja! Oh, ich dachte, ich hatte den. Oh Mann! Ja gut, ja, denn Diamantschwert bin ich selber schuld, dass ich mich mit dem jetzt angelegt habe. Okay, Leute. Sollte euch dieses Depri-Video wirklich gefallen haben, dann könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Und mir vielleicht in die Kommentare schreiben, ob das okay ist, wenn ich jetzt zu jeden zweiten Tag ein Video mache. Und mir die Wahl lasst. Also wenn ich jetzt so sage, ja, okay, ich hätte jetzt Bock, heute ein Video zu machen und morgen ein Video zu machen, dann mache ich das auch. Aber dass wir uns wenigstens so festlegen, dass nicht jeden Tag ein Video kommt, sondern jeden zweiten Tag bisher, bis ich dann mal die Ankündigung gebe, so, jetzt kommt wieder jeden Tag ein Video, ist das okay? Dann würde ich sagen, kommt das Video heute, dann kommt vielleicht morgen ein Video und übermorgen fix wieder ein Video. Also immer so, vielleicht... sicher, vielleicht sicher. Versteht ihr? Ja. Okay. Leute, dann würde ich sagen, haut rein. Und ja, mein Bauch knurrt, weil ich Hunger habe. Und bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.